Hallo, liebe Minecraft-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession auf dem Kanal hier. Und wir haben die Nacht vom 27. auf den 28. Mai 2013. Ja, Mai muss man betonen. Denn das Wetter ist durchaus nicht so, wie man es sich bei einem Mai vorstellt. Ziemlich schlecht. So, was wollte ich heute machen? Rohstoffe farmen. Und ich muss meinen Kopfhörer noch leiser drehen hier. So. Was wollen wir haben? Wir brauchen Gold, wir brauchen Eisen, wir brauchen Diamanten. Naja. Wo gibt's sowas? Natürlich unten in der Mine. Und ich mache mir mal eine, oder? Naja. 3, 1, 2, 3. Kohle, Fackeln, okay. Ich mache mir mal hier ein paar. Ein paar Spitzhacken. Nehmen wir erstmal die hölzerne, die steinerne, und dann machen wir uns hier noch ein paar. Ach, so wenig von den Dingern haben wir gehabt. Okay, so, was brauchen wir hier noch? Das brauchen wir nicht, das tun wir weg. Wofür hatte ich mir eigentlich so viel Glas genommen? So, was haben wir hier noch? Sandstein, Sand, Sandstein. Okay, Sandstein. Kann man natürlich schlecht unterscheiden hier. Sandstein, Sandstein, Treppe, Stufe. Noch mehr Sandstein. Und Sand. Ah ja. Glas. Ich überlege gerade. Ich hatte mir das ja aus irgendeinem Grunde gemacht wohl. Aber das weiß der Geier. Wenn der es denn weiß. Ein paar Stücke. Die Holzbretter nehmen wir mit. So, dann haben wir noch Schaufeln. Das Holz an sich können wir allerdings da lassen. Nicht alles, bisschen nehmen wir mit. Und dann das hier noch. Ach so, Leitern. Ja, ich habe mir was überlegt. Mal gucken, ob das so geht. Oder ob ich mich da gleich zu Tode stürze hier. Es gibt manche Sachen, die ich mir halt in einer Kopie noch nicht die ich in der Kopie noch nicht getestet habe. So, was soll es geben? So, dann machen wir mal hier eine. So, hier können wir gar nichts dran machen. An das Glas, oder? Oder geht das doch? Moment, mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Leitern kann man ans Glas nicht anbringen. Gut, okay. Aber da kann ich eine Leiter anbringen. Dann gehe ich mal runter. Bis unten hin. So, und dann machen wir hier mal so eine Bremse rein. Mal gucken. Ich muss ja auch mal das Treppenhaus fertig kriegen hier. Wann habe ich damit angefangen? Das ist ewig her. Ach, übrigens. Ich kriege ja immer so Tipps. Nett gemeinte Tipps. Erstmal halt. Optionen. Schwierigkeitsgrad schwer, wie sich das gehört. Brauchen wir da mal für eine Sprache? Ja, mal Holländisch finde ich immer ganz lustig.
Netherlands. Great. Great immer mal. So, Teruk nach Hitzbeil. Wunderbar. So. Ach ja, ich kriege ja immer so Tipps, was ich bauen kann und so weiter. Dankeschön übrigens, macht das weiterhin. Vielleicht ist ja was Tolles dabei. Zum Beispiel das mit dem Theater fand ich gut. Und dann wurde mir gesagt, bau doch mal einen Entspannungspool oder sowas. Den hab ich doch schon längst, Leute, hier. Guckt mal. Da setze ich mich rein, wenn ich wirklich wie so ein Fußballspieler so ein Entspannungsbad bauen, ein Entspannungsbad brauche. Und habe gleichzeitig... Moselbert ist von Grode Hochte gefahren. Ja, wunderbar. Das war jetzt sehr schön. So, was ist das hier? Aha, das funktioniert also. Das ist schon mal gut. Das hatte ich mir so gedacht, dass man so einen Fallschacht baut. Jetzt muss ich mir aber die ganzen Sachen da wieder herholen. Ja, das ist die Gefahr bei diesem wo bin ich denn runter? Da. Das ist die Gefahr bei diesem Schwimmbad hier, dass man, wenn man gucken will, durch dieses Gemüse, was da von oben runterhängt. So, ich hoffe, ich kriege jetzt alles mit. Ach Gott, bis hier unten ist es gespritzt. Ja, ich kam auch aus einer relativ, da ist noch was, aus einer relativ großen Höhe. Ja, aber ich wollte euch halt nur zeigen, ich habe mein Entspannungsbad da oben, nämlich auf diesem schönen Vorsprung. Ihr müsst euch mal die ersten Folgen angucken, dann seht ihr, wie das damals aussah, als ich hier angefangen habe. F3 mache ich mal. Hier steht ja auch irgendwo der Seed, oder? Oder wo ist er? Steht da nicht. Na gut. Aber ihr könnt euch ja das... Ah, da liegt noch was rum. Ihr könnt euch ja das Zeugs runterladen. Die Karte. Das ist übrigens Sprengtrichter von Creepern. So. Ja. Noch was. Dass diese Hühnereier nicht kaputt gehen. Aber da hatte ich mich schon mal gewundert, glaube ich. So, ein Sprengtrichter. Hier ist auch noch einer. Ich bin ja mal von Kliebern verfolgt worden hier. Ist da noch was runtergefallen? Nee. Das Licht ist da. Von daher so. Also, ja. Also, das ist mein Schwimmbad da oben. Ne? Das war der Vorführeffekt. Aber das mit dem Fallen und dem und den Leitern war mal ein interessanter Test. Das kann man sich mal merken für spätere Anwendungen. So, was habe ich jetzt hier in der Hand? Saaten. Die Saaten tun wir mal hier rein. Dann werden wir mal unser eisernen Helm anlegen, unsere eisernen Beinstocken. Wo sind die eisernen Kuras und die eisernen Latschen? Latschen, yo. Okay, da haben wir die Ladder. Haben wir jemanden Hobel? Jo, eisernen Hobel. Und da hatte ich noch eine Steinen Hobel. Ah. Die brauchen wir. Da haben wir eine eisernen Schepp. Oder Schrepp, oder wie die Holländer sagen. Keine Ahnung. Ich kann kein Holländisch. Man lernt hier aber was. Eisenbeil. Beil ist gut, das merke ich mir. Werkbank. Ach. Eikenhout. Eikenhout. Eikenhouten Planken. Und Ade noch ein bisschen. Und ein Ei. Ach, ein Ei. Das ist schön. Und eine Leiter. Also Holländisch ist ja nicht so weit weg von uns Deutschen. Von der Sprache hier auch nicht. Deswegen kann man das ja durchaus
auch verstehen. So ein bisschen wenigstens. Ja, ich muss mal dieses das Ding dann hier weiter bauen. Da hatte ich ja vor Urzeiten schon mal angefangen, hier dieses Treppenhaus umzubauen. Aber wir wollen jetzt mal hier unten so ein bisschen weiterbauen. Rohstoffe sammeln. Ich brauche ja Gold und Eisen. Könnte den Gang auch verbreitern hier, dann könnte ich mal, was ist da oben, da geht es auch noch weiter. Dann könnte ich mal hier vielleicht noch eine Eisenbahn durchlegen. Ach ja, Eisenbahn. Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich sehr gerne das Let's Play von Eroini gucke und dass ich mir auch seine Eisenbahnen nicht seine Eisenbahn, sondern seinen Eisenbahnhof. Seinen Eisenbahnhof wahrscheinlich bei mir auch bauen werde hier in dieser Welt. Denn auch wenn er selber nicht von ihm ist, hat er gesagt, sondern von einem, der mit auf seinem Server gebaut hat. Na, ich glaube, dann machen wir mal hier so eine Decke rein. Da oben geht, glaube ich, noch so ein Weg längs. So. Jo. Ach, das war die Treppe, oder? Na, dann bauen wir die mal da rechts rein irgendwie. Muss halt irgendwie da hochkommen in die nächste Etage. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mir gedacht hatte dabei, aber ist egal. Machen wir das mal so. Ach, und das war gar nichts. Da hat man nur was abgebaut, glaube ich. Na, ist egal. Machen wir das ruhig zu. Wunderbar. Oder lassen wir es offen. Wir machen aber auf jeden Fall Licht da rein. So. Okay, damit haben wir das schon mal. Weiter geht's. Treppe da. Okay, dann machen wir mal 3 breit. Ne? Und dann können wir hier in die Mitte durchaus Eisenbahnstrecke legen, also vielleicht bauen wir sogar von oben runter. Wird natürlich eine schöne Bauerei, weil ich da sehr, sehr viele Beschleunigungs... Na, von oben runter braucht man keine Beschleunigungs, aber von unten hoch dann. Man will ja auch wieder zurückkommen. So, dann müssen wir die Lampen mal hier unten anbringen. Ganzen Wände hier abreißen rechts. Schon alle. So, machen wir erstmal bis hier, wo die Abzweigung kommt. Hier so. Das lassen wir mal stehen, diesen Rahmen. Bauen es mal einfach hier durch. Oder mache ich das doch mit der Diamanthacke, geht es irgendwie schneller. Naja, das Steinding ist auch bald kaputt. Kein Problem. Ja, worüber können wir sprechen? Wir haben heute, wie gesagt, den 28.05. Und ich kann euch mitteilen, Opa hat Flügel bekommen, ist Flügel geworden, wird sagen auf Deutsch,
Ich habe für den Account oder für den Spiel-Account Opa spielt habe ich einen Twitter. Nee, für Opa spielt habe ich einen Twitter-Account eröffnet. Das heißt, ein paar, jetzt während ich das hier aufnehme, sind es 3 Leute, die haben das schon entdeckt und haben mich da schon abonniert oder wie das da heißt oder folgen mir da, followen mir, wie man dann auch Englisch sagen würde. Denglisch. Und ja, aha, das ist gut, der ist erstmal weg. Eigentlich könnte ich ja doch diese Eisenhacke nehmen hier. Die Mantak nehmen. Geht ja doch viel schneller. Was wollte ich sagen? Ja, genau, Twitter. Da habe ich jetzt alles aufgeschaltet, automatisch, was ich hier in Facebook mache. Was ich hier in Yahoo mache, also Facebook habe ich nicht. Das wird wohl auch nicht kommen, vermute ich mal. Denn das reicht ja Twitter, ne, oder? Da habe ich gesehen, da kann man dann sogar... Ich habe dann nachher 2 Filme freigeschaltet. Das kommt dann da auch auf Twitter automatisch raus. Und man kann dann sogar auf dem Twitter-Account sich die Filme angucken, die ich da hochgeladen habe. Das ist doch ganz toll. Naja, ich weiß nicht, ob es toll ist, aber es ist halt dann so, ne? Könnt ihr also machen. Oder ihr lasst es sein, ist egal. Aber auf jeden Fall twittere ich da jetzt rum. Und ich habe mir so überlegt, dass man... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss mir nochmal angucken, ein Programm oder mal bei Gronkh hören, wie der das gemacht hat. Das Eisen nehme ich natürlich gleich mit, das ist klar. Also machen wir die Wand hier in 1 weg. Fatz, fatz. Dass man dann vielleicht bei der Aufnahme auf Fragen eingeht oder sich den Redstone oder sich den Twitter dann mal anguckt, was da so aufläuft von allen möglichen Leuten, die man abonniert hat. Angela Merkel oder sowas,